Und zwar jetzt. Und damit herzlich willkommen zurück auf der Riesenbeck. Ja! Es gab eine kleine Änderung. Und zwar, ja, das Teil hier. Der wurde geliefert. Woher es diesen gibt, verrate ich jetzt noch nicht. Ist auch erstmal ein bisschen nebensächlich, mehr oder weniger. Ich bin damit beschäftigt, jetzt eigentlich nicht hier unterwegs zu sein. Sondern hier unterwegs zu sein. Hier müssen wir ein bisschen was machen, und zwar mähen. Es ist schon ziemlich spät. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal schnell noch fertig. Damit wir dann endlich wieder auch Gras haben, unter anderem. Ja, die Riesenbeck ist noch nicht geupdatet. Zumindest glaube ich das. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, aber ich denke, dass sie noch nicht geupdatet ist. Gut Ding will Weile haben, wie man so schön sagt, und deswegen alles gut. Wir können auch so spielen. Und das, glaube ich, ohne Probleme. Ah, und ich wundere wegen dem Geld da oben. Ich habe ein bisschen Kredit genommen. Und wir werden auf jeden Fall den Fuhrpark ein bisschen mal aufräumen müssen noch. Ich glaube, ein bisschen schneller können wir schon fahren. Mit dem schönen alten Deutz hier. Schon ein wunderschönes Gespann irgendwie. Natürlich braucht man dafür ein bisschen viel Zeit jetzt. Aber da müssen wir durch. Wir können auch noch ein bisschen schneller fahren. Das können wir ja auch machen, ne? Iha! Hier sind wir auf jeden Fall noch eine Zeit lang beschäftigt. Und wir müssen noch beim Feld, wo wir Ölrettich drauf gemacht haben das letzte Mal. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch schauen. Dass wir das eventuell dann auch noch bearbeiten.
Das wollte ich jetzt zwar gerade gar nicht, aber egal. Ich wollte eigentlich an der Kante entlang fahren. Aber dann jetzt. Das Ganze nehmen wir natürlich heute wieder auf für YouTube. Also an dieser Stelle auch mal Hi an die Guten und die auf YouTube dann zuschauen. Mit den Schatten sage ich jetzt nichts. Sieht schon ein bisschen spooky aus. Genau, haben wir unser Schneidwerk noch kaputt, warum auch nicht? Wunderprächtig. So. Auf jeden Fall eine Zeit lang beschäftigt damit. Aber da müssen wir jetzt durch. Tiere gibt es nach wie vor natürlich noch nicht. Die Tiere, wie gesagt, gibt es erst im Update dann. Skinautomat, moin. Danke für dein Follow und willkommen. Mal so. Mal gucken, wann wir fertig werden, ja. Bei euch ist ein besseres Wetter als bei mir heute. Regen ohne Ende.
Da haben wir es ja hier noch Glück. Es hat so trübe. So ein richtiges, mistiges Wetter heute. Das war echt keine Lust, irgendwas zu machen. Aber da müssen wir wohl durch. Es wird Herbst. Oder besser gesagt, ist ja schon Herbst, so mehr oder weniger. Der Sommer wird jetzt wohl auch wegbleiben. Da müssen wir mit leben jetzt. Aber ist trotzdem nervig. So, einmal wieder rum, ja. Ich habe noch kein größeres Schneidwerk gekauft, glaube ich, ne? Ich glaube nicht. Wir werden eh noch mal ein bisschen aufräumen müssen bei den Traktoren auf jeden Fall. Oder besser gesagt, ich möchte auf jeden Fall aufräumen dort. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch schauen. Also der MB-Truck eventuell weg. Mal gucken. Der New Holland. Ja, weiß ich noch nicht. Den Deutz hier, den denke ich, den werden wir auf jeden Fall behalten. Den mag ich, der ist cool. Fahren wir einfach eine Kurve hier, dann geht das. Wunderprächtig. Auch solche langweiligen Arbeiten müssen gemacht werden. Und manchmal dauert es seine Zeit. Ich bin heute auch schon wieder nicht so wirklich gesprächig. Ich weiß auch nicht, was heute schon wieder los ist. Ey. Es ist Sonntag. Ja, ich bin noch nicht wirklich wach. Obwohl es eigentlich schon sehr spät heute Mittag sollte. Aber irgendwie heute so... Ja, das Wetter vor allem halt. Das macht mich persönlich ziemlich, ziemlich down. Momentan. Sehr, sehr schlimm. Aber dann müssen wir durch. Es ist, wie es ist. Das gibt mir mal ein bisschen Gas hier. Na, wobei Licht brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Ich denke, das kriegen wir so noch hin. Ja, nicht mehr lange dauert's, ne? Dann kommt auch das wunderbare Class DLC. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und eventuell machen wir dann auch einen reinen Glashof. Mal gucken. Wollen wir mal schauen. Also auf keinen Fall will ich so viel Unterschiedliches wieder anfangen.
Wir werden auf jeden Fall Riesenbeck weitermachen, definitiv. Da freue ich mich aufs Update schon. Ich werde dann nachher auch nochmal schauen, ob es da jetzt schon wieder neue Infos gibt. Aber mal gucken, irgendeinen schicken großen Hof oder sowas. Vielleicht, ja, mal gucken, vielleicht mit der Wildbachtal und Glas-DLC dazu, sprich Glasfahrzeuge. Wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Müssen wir mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Ideen. Bloß, ich will nicht alles gleichzeitig machen. Sonst versinkt das Ganze irgendwie wieder im Chaos und das muss nicht sein. Wichtig ist, glaube ich, momentan so ein bisschen, dass die Jahreszeiten irgendwie mit dabei sind. Ich vermute mal, du meinst die Klantal. Die habe ich natürlich auch noch. Die spiele ich ab und zu auch noch. Die ist bloß rein ohne Season. Weil die wird nicht geupdatet, denke ich. Und ja, warum nicht? Lass mal ohne Season. Ist okay. Aber da wir momentan viel mit der Season spielen, spielen wir halt auf der Riesenbeck. Bietet sich halt ein bisschen an, weil die wird ja geupdatet, auch für die Seasons Mod dann. Und ich meine, die Hofbergbahn, die kommt ja halt auch noch, ne? Yeah. Ich meine, die ist zwar schon da, aber für Season Ready halt. Und das wird auch nochmal so ein bisschen, ne? Mal gucken. Also wir werden da auf jeden Fall schon Wege finden. So, die letzten Meter her. Ich habe es. Zumindest der erste Streich. Ich hoffe, es bleibt jetzt die Tage auch trocken hier. So. Das war Streich Nummer 1.